Und damit herzlich willkommen zurück zu Song of Horror. Wir sind mit Sophie auf der Suche nach Daniel. Und die Atmosphäre ist sehr beklemmend. Beklemmend? Was ist das? An Türen lauschen. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte Dreieck. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. What was that? Okay. Oh, der Controller vibriert. Ganz, ganz böse. Ich höre nichts. Okay. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke L3. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirf daher ab und zu einen Blick auf die Karte. Okay, sehr gut. Ah, sehr gut. Okay. Das heißt, wir wissen, in der Küche haben wir irgendwie was mit einem Zahnrad, also was, wo wir noch was machen können. Das ist eine verschlossene Tür. Oh, das ist sehr praktisch. Und immer, wenn wir wahrscheinlich irgendeinen Hotspot entdecken. Okay, das heißt, hier ist die Luft rein gewesen. Perfekt, dann zurück. Hier kann ich nicht lauschen? Okay, dann gehe ich durch. Kann ich nur lauschen, wenn da was ist? Tatsächlich? Hm. Keine Ahnung. Okay. Ich werde einfach mal aufpassen. Hier kann ich auch nicht lauschen. Ich dachte, ich kann jetzt immer an den Türen lauschen, aber offenbar. Wohl nur, wenn auch irgendwas dahinter ist. Das ist ja irgendwie witzlos. Dann weiß ich ja immer, wenn ich lauschen kann, ist da was. Hm. Okay. Dann haben wir das Öl. Und ich calle es, sobald wir diesen Schlüssel schnappen, verfolgt uns irgendwas. Oh, ich will eigentlich gar nicht. Das Öl hat einwandfrei funktioniert. Hauptschlüssel. Sieht aus wie ein alter Schlüssel. Es war in der blockierten Schublade in der Bibliothek. Dieser Schlüssel öffnet in der Regel mehr als eine Tür. Okay. Vielleicht hätte ich Sophie nicht als erstes nehmen sollen, weil der erste Charakter doch garantiert sterben wird mit meiner Unerfahrenheit. Hm. Oh Gott. Ey, mich hat's so verjagt. Oh, scheiß die Wand an. Nee. Should I answer? Klar, warum nicht? Hello? Sorry, who is this? I can't understand you. We can't leave my room. What the? Okay. Creepy. Sounded like a child. Is he in the house? Hoffentlich nicht. Kinder in Horrorspielen sind immer schlimm. Ich kann wieder nicht lauschen. Okay. Dann. Ich hätte jetzt schwören können, hier geht das gleich der Prank ab. Der Schlüssel passt. Ja, war zu erwarten. Ein Plattenspieler mit einer Platte von Vivaldi, bereit abgespielt zu werden. Ich bevorzuge Chopin, aber trotzdem keine schlechte Wahl. Oh, ein Schraubenschlüssel oder Schraubendreher. Ein Flachkopfschraubendreher. Er sieht so aus. Musik, kannst du bitte mal, ne, und so? Ich versuche hier mich zu konzentrieren. Er sieht aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Es ist also doch so einer, so ein Schlitzschraubendreher, mit dem man einfach jemand durch eine Münze hätte ersetzen können. Das habe ich nämlich vorhin noch überlegt. Warum kann man denn nicht mit einer Münze das Zeug aufschrauben? Aber okay. Okay, du willst ihn nicht benutzen. Kannst du ihn denn kombinieren?
Ah, okay. 4 Sicherungen. Sie waren in einer alten Metallkiste. Ha. Ich kenne mich mit Strom kaum aus. Was kann ich damit machen? Dinge sichern, behaupte ich jetzt einfach mal. Auf dem Tisch herrscht das reinste Chaos. Zigaretten, Bücher, Gläser, alles liegt verstreut. So, okay. Moment, da war mal eine Tür, aber scheinbar nicht mehr, hä? Huh? Ist nur noch dieser schwarze Schimmel. Der Geruch von Tabak, Schädel, Waffen an der Wand. Ich glaube, deshalb fühlt sich der Raum für mich so trostlos an. Schädel an der Wand. Ich verstehe, dass Hascha altmodisch ist, aber das ist barbarisch. Mhm, ich glaube, barbarisch wird's erst noch. Notiz von Julia oder Julia und Saul. Julia. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair, ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe bewacht die Tür. Ich kann sie nicht leiden. Ich rieche ein Rätsel. Was zum Teufel? Der Controller vibriert. Der hat gerade 3-mal vibriert. Im Rhythmus von diesem Klopfen. Ich kann wieder nicht lauschen. Was ist denn das? Was? Oh Gott. Unter den Tisch, unter den Tisch, unter den Tisch. Schnell! Daniel! Is that you? Nein, nicht Daniel. Nicht Daniel. Definitiv nicht Daniel. Was machst du? Oh mein Gott. Button-Mashing. Oh mein Gott. Etwas versucht freizukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf X. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken und sie zu blockieren, drücke auf R2. Zu warten, bis deine Kraft am größten ist, ist effektiv, aber riskant. Du entscheidest, wenn du gegen die Tür drücken möchtest, aber sei extrem vorsichtig. Egal was passiert, sorge dafür, dass sie verschlossen bleibt. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Blick nach rechts geworfen auf den anderen Monitor. Es ist gerade alles übersteuert, sowohl das Spiel als auch ich. Da muss ich definitiv was machen. Oh Scheiße, hold the door. Aha, wie witzig. Okay, die Tür sei extrem vorsichtig. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch in den Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denk immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Yay. Oh Gott! What the hell just happened? What was pushing that door? Hier geht der Tisch. Okay, immer noch nicht. Okay, what the fuck? Ja, da gehe ich definitiv nicht durch. Okay. Da klingt alles sauber. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen... Ich wollte eigentlich jetzt sagen, zurück in die Garage. Aber das Spiel will, dass ich hochgehe. Habe ich schon einen Sicherungskasten irgendwo gefunden? Nee, ne? Hm. Okay, dann gehe ich hoch. Wenn das Spiel das will, dann gehe ich hoch.
Sie haben eins der Gemälde abgehängt. Dem Umriss an der Wand nach glaube ich, dass es vor nicht allzu langer Zeit abgenommen wurde. Ein Porträt aus dem Jahr 1634. Ich bin weder mit dem Künstler noch mit dem Motiv vertraut. Die Straßen sind so ruhig. Wir gehen einfach wieder. Komm, wir gehen einfach wieder. Wir gehen einfach wieder raus und gehen heim und überlassen Daniel seinem Schicksal. Hast du einen Herzschlag gehört? Okay, aber hier ist nichts. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Na, vielleicht den? Hm. Gut, Tür ist offen. Okay, dann gehe ich mal rein. Oh, was? That room looks really dark. Okay. Ja, nein, definitiv gehe ich da nicht durch. Okay, also der Schalter ist für den Raum nebenan. Kommt da gleich was raus? Ein Modell einer Karawette. Ich gehe mal lieber wieder. Also hinter der Tür ist definitiv irgendwas. Okay, der Controller beruhigt sich auch gerade wieder mit der Vibration. Hinter der Tür war definitiv irgendwas. Und der Lichtschalter war für den anderen Raum. Also ich gehe da nicht rein, bis ich das Licht anmachen kann. Schwarz-Weiß-Foto. Ein Bild von Hushers Frau Catherine mit ihren Kindern Julia und Saul. Schau dir dieses Foto nicht an. Ich will aber... Ach nö. Hasse sowas sehr. The Golden Bonfire von Husher. Sieht nach einem spannenden Buch aus. Okay, nächste Tür. Lauschen. Klingt gut. Tür auf. Kein Bad. Vielleicht finde ich hier irgendwelche... eine Menge ungeöffneter Hygieneartikel. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich dachte eher, dass ich vielleicht... Oh, was ist das? Ein Lappen. Sehr gut. Ein schmutziges Geschirrtuch. Selbst trocken riecht es wie eine Jauchegrübe. Sie haben mit diesem Ding eine Menge schmutziges Wasser gereinigt. Schmutziges Wasser gereinigt. Der Spiegel ist ziemlich staubig. Okay, kann ich hier rein? Mich irgendwie da verstecken wie in Psycho? Nein. Okay, aber ich habe einen Lappen. Immerhin habe ich einen Lappen. Der wird mir bestimmt noch irgendwo nützlich sein. Okay. Was ist das? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Nein, scheiße, scheiße. Oh Gott. Ich hab X gedrückt und wollte dabei eigentlich lauschen. Scheiße, okay. Ist das nochmal eine Tür? Ah ja, ist nochmal eine Tür. Klingt gut. Pinsel, Acrylfarben und schlecht verschlossene Behälter. Was auch immer hier drin war, hat auf allen Regalen Flecken hinterlassen. Von 1883 und 1790. Solche edlen Stücke auf dem Boden herumliegen zu lassen, ist ziemlich reich, nehme ich an. Es gibt also auch einen Dachboden. Die Markierungen auf dem Boden hängen irgendwie mit dieser Falltür zusammen. Ja, wahrscheinlich kommen dann da... eine Treppe oder eine Leiter runter oder so. Aber das war's. Hier ist nicht mehr drin. Scheiße. Gehofft, hier wäre mehr drin. Aber gut, ich habe ja noch ein paar Räume oder Türen oder was auch immer. Figuren und Masken aus fernen Ländern. Wenn ich so viel Zeit hätte wie früher, würde ich verreisen. Mal sehen, ob ich Amelia oder Bernard überzeugen kann. Da muss ich zum Glück nicht laufen, da sehe ich, dass nichts an der anderen Seite ist.
Ich höre schon wieder so ein Windspiel. Egal, was ich auch mache, der Strahler wird nutzlos sein, bis ich ihn einschalten kann. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, dass diese Batterie zu dem Strahler gehört. Okay. Kisten voller Erde und Dünger. Nimm den Dünger mit, da kannst du eine Bombe mitbauen. Habe ich gelernt in Filmen und Spielen. Die Pflanzen sind schön und grün, vermutlich wegen des Regens. Das heißt, gegossen wurden die auch nicht, es hat einfach drauf geregnet. Okay. Eine Grillzange mit Holzgriff, ideal zum Grillen. Ich habe so das Gefühl, wir werden die nicht zum Grillen benutzen. Eignet sich hervorragend, um Essen aus dem Ofen zu holen. Ich habe das Gefühl, wir werden die zweckentfremden. Ich weiß auch nicht warum, aber das Gefühl habe ich irgendwie. Alles Gute zum Jahrestag. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Bin jetzt nur für die Grillzange hier raus. Okay. Und um Patsch-Patsch zu machen durch die Pfütze. Ist das Blut am Boden? Nee, ist es Dreck oder so. Das ist kein Blut. Wieso sollte hier Blut sein? Nö, nö. Okay. Hier war ich schon, ne? Oh nee, was ist das? Oh, die Kamera hat gewechselt. Die Kameraperspektive, okay. Ein Brief für Hascha, geschrieben am 10. August 98. Der Brief wurde vom Besitzer eines Antiquitätengeschäfts geschickt. Lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringend benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft da ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann. Vor allem, da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüß deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Faber. Ich wollte es nochmal lesen. Auf der Rückseite? Nee. Okay. Kann man nie vorsichtig genug sein mit Dingen, die auf der Rückseite stehen. Okay, die Tür scheint sauber zu sein. Bauplan der Hascher-Villa. Eine Seitenansicht der Villa mit ein paar Notizen drauf. Das Gerüst kommt hierher. Okay. Gerüst aufbauen, Außenseite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre prüfen. Da wollte jemand renovieren. Okay. Nichts Interessantes hier, nur ein alter Plattenspieler. Ich werde mich so verlaufen, gell? Ich werde hier nie wieder hin zurückfinden oder wegfinden. Klingt gut. Rein da. Oh, sie scheint den Verschluss von der anderen Seite verriegelt zu haben. Oh mein Gott, da ist jemand. Irgendjemand hat sich halt eingeschlossen. Sind das etwa die... Das war die Stimme, die uns da am Telefon angerufen hat, oder? Okay. Mal noch weiter. Mich beunruhigt ein bisschen, dass ich hier noch keine Versteckmöglichkeit habe. Ich habe nur da unten im Esszimmer den Tisch gehabt. Fernbedienung. Eine normale Fernbedienung für das Garagentor. Die Tasten sehen etwas abgenutzt aus. Aha. Okay. Die Fernbedienung scheint nichts in meiner Umgebung zu betätigen. Okay. Wenn ich einen Knopf finde, drücke ich drauf. Ein schöner Sessel umgeben von Büchern. Ich würde mich gern hinsetzen und ein paar davon durchblättern. Merk dir diesen Tisch, wenn du einen Ort zum Verstecken brauchst. Cool. Ich habe nichts gesagt. Nachschlagewerke aller Art. Medizin, Physik, Psychologie. Es gibt einige über Kunst, die ich auch habe. Enzyklopädien, Wörterbücher. Eine umfangreiche Sammlung von Nachschlagewerken. Eine impressionistische Landschaft von 1905. Eindringlich. Eine der schönsten, die ich je im Haus gesehen habe.
überwiegend afrikanische Masken. Einige stammen aus Indien, allerdings kenne ich mich damit nicht genau aus. Ein Karteikasten mit Kontaktinformationen. Wir haben mehrere in der Galerie, aber unsere sind aus diesem Jahrhundert. Okay. Kann ich nicht lauschen? Irgendetwas blockiert das Schloss. Ich vermute, dass es ein abgebrochener Schlüssel ist. Habe ich da vielleicht irgendwas? Den Schraubenschlüssel habe ich nicht mehr, ne? Einfach mal. Ich kann die Tür mit diesem Ding nicht öffnen. Ich dachte, man kann den Schlüssel vielleicht irgendwie rausdrücken oder so, aber der ist wohl von außen, also reingesteckt worden von unserer Seite und dann abgebrochen. Kann ich vielleicht mit der Grillzange den Schlüssel? Ich kann mit dieser Zange etwas so Kleines nicht greifen. Ja, okay, es war ja nur eine Idee. Irgendwas, was ich da reinstecken kann? Streichholz? Ah. Ich kann die Tür mit diesem Ding nicht öffnen. Okay. Also nicht. Gut. Der Controller vibriert gerade wieder übelst. Oh, die Atmosphäre gefällt mir gerade gar nicht. Bin hier oben, glaube ich, fertig, ne? Okay. Ich gehe wieder runter. Und, ich würde dann auch sagen, ich habe irgendwie im Gefühl, es passiert gleich was. Nee? Okay, dann mache ich an der Stelle einen Schnitt und für mich jetzt auch eine Aufnahmepause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ansonsten dann tut's mir leid. Keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.